Sein Chef wird in Rente gehen und daher soll der Burgerteufel Christophs berufliche Zukunft sichern. Doch wie wird sein Chef auf das Geständnis reagieren? Wer hätte das gedacht? Da besuchen wir gestern meinen Kumpel in der Burgerbude und haben schon richtig was erreicht. Das wollen wir heute auch. Christoph hat immer noch nicht mit seinem Chef gesprochen, ob er das Go für seine Selbstständigkeit bekommt. Und darum kümmern wir uns jetzt. Moin. Moin. Christoph, alles gut? Ja, und selber? Ein bisschen hier Näschen und so schnupfen und so, aber ist egal. Ich habe geguckt, also mein Chef ist jetzt momentan am Pennen. Ich werde die Sache mit ihm aber jetzt selber klären. Ich muss Chef genug sein, um das selber regeln zu können. Das hättest du mir doch schon gestern sagen können, oder? Das heißt, du willst mich nicht dabei haben, weil du mich nicht brauchst und willst du es lieber alleine machen? Ich denke, er wird das falsch auffassen, wenn wir jetzt da alle Mann reingehen. Okay, was ist dein Plan? Ich werde mit ihm morgen darüber sprechen. Aha, wie? Ich werde ihm sagen, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Ja. Dass ich jetzt schon seit 2 Monaten selbstständig bin. Ja. Und da muss ich gucken, wie er reagiert. Was anderes kann ich nicht machen. Gute Entscheidung. Weißt du wieso? Wieso? Alles, was du selber machst, ist gut für dich. Ich bin bereit, das Gespräch mit meinem Chef zu suchen, weil der Burgerteufel meine Zukunft ist und dafür muss ich einstehen. Der Besuch bei Dimitri, das war schon stark. Auf jeden Fall sehr aufschlussreich und lehrreich vor allen Dingen. Gerade was die Organisation angeht. Ich fand die Soßen gut. Deine Soßen, die sind mir gar nicht so aufgefallen. Du hast gesagt, du machst die selber. Ja. Zeig mir die mal. Christophs selbstgemachte Soßen sind ein Mayonnaise-Mix und eine Barbecue-Soße. Letztere wird nun fachmännisch vom Sternekoch verkostet. Oh, ist sehr süß. Oh, die kann auch mal hier auf einen Kirschkuchen drauf machen, damit das beim Kaffee so süß ist. Wie hast du die gemacht? Die machen wir, also ich fange an erstmal mit den Zwiebeln. Weißt du was, komm, wir machen jetzt mal Soßen. Wir kreieren jetzt deine Soße. Okay. Als Grund nehmen wir Mayonnaise. Machen wir das Essen rein. Fett braucht Säure, Säure braucht Fett. Dann machen wir ja Salt and Pepper. Und Tomatenmark. Einen kleinen Löffel Senf rein. Zu viel. Okay. Alter, ist doch keine Bratwurst. Guck mal hier, diese wunderschönen Kräuter. Wunderbar. Was haben wir jetzt da drin? Rucola. Ja. Petersilie. Ja. Und Basilikum. Basilikum, ja. Wunderbar. Wie stellst du dir eigentlich in Zukunft deinen Laden vor? Was für eine Speisenkarte soll es da geben und wie soll die aufgebaut sein? Ich würde sagen, eine Speisekarte mit weniger ist wahrscheinlich mehr als meine jetzt wahrscheinlich. Sehr gut. Okay. Und ich denke mir, auch deinem Können angepasst, dass wir erstmal 4, 5, 6 Burger machen. Okay. Aber die ist safe. Und die sind safe. Hast du ein Brötchen da? Sollen wir einen Burger mal machen? Sollen wir damit mal einen Burger probieren? Ja, klar. Ja, gut. So, jetzt hat ja gestern der Dimitri seine Zwiebeln mit Altbier gemacht. Ja. Ist das hier dein Met? Das ist mein Met, ja. Das ist der Honigwein, den ich hier habe. Kann nicht schaden, oder? Machen wir Metzwiebeln. Machen wir. Hm? Coole Idee. Hm? Metzwiebeln, macht der Met? Alles klar, Kabel1.de, Metzwiebeln und alles andere auch. Ab heute werden die Patties aus frischem Rinderhack vom Metzger hergestellt. Christophs schmackhafte Brötchen dürfen bleiben. Ich habe so Bock auf Burger. Also je länger ich das mache, ne, desto mehr habe ich Lust, ein Burgerrestaurant aufzumachen. Gut, jetzt müssen wir gucken, wie wir uns jetzt zusammenbauen. Ah, nee, in der Zeit können wir Caesar Salad machen. Die Basis für das Dressing ist auch hier Mayonnaise mit Essig, Salz, Pfeffer, ein bisschen Zucker. Auf den Grill kommen neben den Patties auch Mozzarella und Cheddar-Käse. Die Salatsorte wird Römer oder Romana genannt. Das ist ganz wichtig, der Salat muss in einer Schüssel mit dem Dressing vermengt werden. Ja. Und viele machen es auch so, dass zum Beispiel
der Parmesankäse schon ins Dressing reinkommt. Das ist aber nicht original. Original italienisch hingegen ist es, den Parmesan fein zu schneiden und auf dem Salat mit Tomaten und Sardellen zu verteilen. Das ist ein Caesar Salad. Der sieht richtig lecker aus, also knackig, frisch. Es folgt der Burgeraufbau. Die Krönung sind die neu kreierten Metzwiebeln. Da ist er. Das ist ein Burger. Dein Burger. Dein Standardburger. Das Highlight war auf jeden Fall die Soße, die wir gemacht haben. Die war richtig geil. Und auch die Idee mit den Metzwiebeln. Die ist mega. Oh, ich glaube, ich komme genau richtig. Nimm den Stuhl, setz dich vor Kopf. Boah, der Hammer. Das wird der Renner. Aber wirklich Hammer. Schade, dass ich nicht dabei war. Das hätte ich ja, das musst du mir verraten. Mhm. Aber ich muss dir, wir beide müssen uns gleich noch unterhalten. Was du jetzt machen wirst, wenn du fertig bist, alles aufschreiben plus 4 noch zusätzliche Burger-Ideen. Okay, mache ich. Alles klar? So, kannst schon mal anfangen, weil ich habe mit dem Papa was zu besprechen. Alles klar. Hm? Mit Frank Coaching zu machen, ist auf jeden Fall ein richtig gutes Gefühl, weil er einem noch mal eine Menge Wissen vermitteln kann und man viel von ihm lernen kann. Ich muss was mit dir besprechen, weil ich weiß, du bist sehr engagiert und hast auch in der ganzen Zeit jetzt sehr viel gemacht. Aber du darfst deinem Stiefsohn keine Tipps mehr geben. Wenn, dann nur aus einem hundertprozentig fundierten Wissen. Ansonsten, wenn ich mal nichts weiß, einfach mal die Fresse halten. Ich halte mich raus. Bitte. Ja, tu mir den Gefallen. Kein Thema. Die Zuschauer, die sitzen jetzt vor der Glotze und werden jetzt sagen, warum der hat's nicht gelernt. Der war vorher noch nie in der Küche. Und warum wird dem geholfen, wenn es andere Restaurants gibt, die auch Probleme haben, die aber wenigstens eine Basis haben? Ja. Warum? Einfach nur Nächstenliebe. Ich mache mir darüber jetzt keine Gedanken. Ich bin jetzt hier und jetzt bringe ich es hier auch zu Ende. Okay? Ich finde es super, dass du hier bist. Ich bin da am Frank sogar dankbar, dass er das mir zu mir gesagt hat. Denn ich habe ja auch gesehen, was für Fortschritte er in der kurzen Zeit mit ihm gemacht hat. Für Fortschritte in kurzer Zeit ist noch jemand bekannt. Bauleiter Willi, Spezialgebiet Arbeiten unter Zeitdruck. Frank! Grüß dich. Was hast du denn hier wieder? Größtes Problem, Dunstabzugshaube und der Backofen. Die Abzugshaube, haben wir auf volle Kanne gemacht, aber trotzdem hat sie nichts weggesaugt. Ist aber gelaufen. Ja, ist wie du. Du arbeitest 10 Stunden und kriegst auch nichts geschafft. Da vorne die Theke noch, komm mal mit. So, schöne Grüße vom Niveau. Ach du Scheiße. Ja. Du musst gucken, wie du mit dem Budget klarkommst. Das heißt, du musst rechnen, dafür habe ich dir schon mal was besorgt. Aber ich kann doch gar nicht rechnen. Ja, darum machst du den Taschenrechner. Reden wir an. Viel Erfolg. Hallo? Der Christoph hat vor 2 Monaten diesen Laden eröffnet. Mega Probleme, Schulden und hat vorher noch nie in einer Küche gestanden. Da fragt man sich, was soll man hier coachen, was soll ich hier retten? Aber ich sage euch, genau das reizt mich an dem Fall. Schon wenige Stunden später glänzt Christoph beim Mentaltraining mit Beratungsresistenz. Was du machst, ist ein bisschen Naivität. Muss ich jetzt ehrlich gestehen, sehe ich nicht so. Ist das Ende für den Burgerteufel bereits in Sicht?